Hallo ihr Wuffelfreunde und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Deep Sky Derelicts. Wir sind immer noch auf der Execure, aber wir düsen hier ganz schön durch. Wir haben ja in der letzten Folge dieses ganze Quadrat, den Quadranten, diesen Quadranten hier gesäubert, größtenteils. Das Einzige, was hier noch ist, ist irgendwas da. Und wir müssen jetzt eigentlich nur noch hier unten durch und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir das jetzt alles in dieser Folge schaffen. Einfach weil ich so lange aufnehmen werde, bis wir es schaffen. Du findest eine funktionstüchtige Konsole, bla bla bla. Umgebung scannen. Danke. Bereich Intrigen. Kennen wir alles schon, deswegen skippe ich mal durch. Energie aufladen. Vielen Dank. 70 Energie ist noch drin. Das ist okay. Bereich ist gescannt, schätze ich. Ah, jetzt. Ach, da war zu. Okay. Wir gehen hier hoch und nehmen uns Alienschädel und irgendwelchen Müll mit. Wir müssen den Weltraum ja schön sauber halten. Wenn es sonst schon keiner macht, machen wir es halt. Okay, irgendwelcher Schrott. Wundert mich nicht, wir haben auch Schrott gerade weggeräumt. Noch eine ist funktionstüchtig, das ist ja interessant. So viele. Lad mich mal nochmal mit auf. Du hast noch 340 Energie drin. Okay. Erstmal Kopf kratzen, dann gehen wir wohl hier lang. Wir sind in der letzten Folge so durch diese Monster durchgedüst, dass ich gerade sehr zuversichtlich bin, dass wir keinerlei Probleme weiter auf diesem Schiff haben. Was mir Hoffnung macht, dass wir im nächsten Schiff auch nicht so doll auf Maul kriegen. Wow. Der ist ja buff. Okay, Alice, was hast du? Du hast gar nichts. Dann müssen wir wohl erstmal auf Passiv umstellen. Und du darfst keine Angriffskarte spielen. Boom. Und du darfst eine Schockwelle machen. Und du darfst 13 Schaden tanken. Grunt. Stören, Schildmanipulation brauchen wir gerade nicht. Ich wünschte, man könnte Karten abwerfen, um eine neue zu ziehen. Das wäre noch ein cooles Feature. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen zu stark dann, ne? Ja, das ist, glaube ich, zu stark. Das kann man nicht gut balancen. Mach doch den Unterstützungsbot. Support uns doch mal ein bisschen. Und dann verlieren die nämlich sehr viel Ausweichen und das ist gerade gegen die sehr gut. Parasiten. Kriege ich jetzt Schaden davon? Das wäre ja uncool. Einmal buffen. Oh, zweimal buffen. So, du ziehst jetzt mal eine Schadenskarte. Jawohl. Schwächen aufdecken. 34 Schaden. 75% Chance zu treffen. Wenn ich kritisch, ist er tot. Bang. Die macht schon echt viele Schaden. Das ist schon fast ein bisschen lächerlich. Nun denn, mach doch einfach mal Schaden. Macht zwar nicht viel Schaden, aber ein bisschen ist immerhin besser als nichts. Massenansturm. Au. Warum alle auf Frank? Warum nochmal? Yikes. Mach mal was. Achso, du machst ja passive Effekte, stimmt ja. Nachladen, na Gott sei Dank. Gut, dass ich mich so toll artikulieren kann. Schutzkreis. Mach mal den Duft. Bevor wieder irgendwas passiert, was uns nicht gefällt. Ja, das zum Beispiel. Aber ist nicht so schlimm, das kann er ja jetzt ab. Du wirfst mal einen Wachgeschützturm für mehr Ziele und mehr Schaden. Yeah. Richtig fetter Damage. Warum alle auf Frank? Mann! Das ist ganz schön störend, du. Oh, die ist verwirrt. Mach mal einen Reflexbooster auf dich selbst. Sehr schön, sehr schön. Der erste, der ausweicht. Frank wird es, glaube ich, auch ausweichen können. 99%, das ist ja quasi 100. Das ist gut. Das ist gut. Mach doch... Ach, das ist Schildschaden. Moment, was? Ah, ne.
Ich habe mich verlesen. Okay. Alles gut. Ne, mach doch noch einen Wiederherstellungsspot. Guck mal. Jetzt haben wir eine ganze kleine Armee. Ein kritisch. Yeah. Das ist nicht so schön. Aber wenigstens musste keiner von uns Schaden kriegen. Markier mal das Ziel. Und bring das Ziel mal um. Dankeschön. Dankeschön. Es ist mir eine Freude, heute hier sein zu dürfen. Triffst du? Du triffst. Nice. Triffst du nochmal? Why, machen wir eine Selbstaufladung? 45. Das ist ja Quatsch. Einfach voll. Jesus. Bang. Der hat aufge... nicht aufgeladen, sondern hier. Seine Karte aufgehoben. Kannst du nicht einfach mal eine Karte ziehen, die Schaden macht? Ich meine, so geht's natürlich auch, aber... ist halt nicht so optimal. Gut, gut, trotzdem. Alles gut, wir sind wieder vollgeheilt, weil Frank den wohltätigen Duft beherrscht. Ein Geierpirat. Ja, let's go. Na gut, dann halt erst die... Ungläubiger, du hast den Willen des Triumvirats mehrfach durchkreuzt. Er gibt dich, um dein gerechtes Urteil zu empfangen oder erleide das Schicksal eines Gotteslästerers. Seid ihr sicher, dass wir uns nicht irgendwie einigen können? Unverkäuflich, Heide! Okay. Neubewaffnung, das heißt, du kriegst auf jeden Fall schon mal den Adrenalinschub. Wir sind alle vergiftet. Das heißt, wenn deren Schilde wechseln, kriegen die auch Schaden. Mach mal die Neubewaffnung. Sehr schön. Und dann mach mal die kritische Verstärkung. Und dann mach mal den empfindlichen Schuss auf... ihn hier, weil er nicht ausweichen kann. Und er ist fast tot. Und dann mach mal noch den... Ich meine, mach ihn einfach tot. Komm, warte mal. Bring ihn einfach um. Nun denn, okay, wir müssen auf jeden Fall unsere Schilde oben halten. Soweit uns das eben möglich ist, weil wir sonst Giftschaden bekommen. Allerdings ist das jetzt auch eine gute Lösung, aber die weichen, glaube ich, aus, ne? Ne, mach mal die Granate. Ah, okay, die weichen tatsächlich aus, aber der ist betäubt, immerhin. Oder die... Ja, es sind immer Frauen, ich sehe es ja ein. Arles hat keine Karten mehr und... Doch, doch, die kann ja Karten nachziehen mit dem Boost. Machen wir erstmal die Neubewaffnung. Tödlicher Schuss. Mach trotzdem den Boost. Ha. Waffenverbesserung. Oh ja. Und dann exekutieren wir einen. Mach mal den da. Weil der stirbt jetzt, oder? Der Schaden. Das ist suboptimal. Haben die nur... Haben die Distanz ausweichen oder haben die alles ausweichen? Distanzangriff ausweichen. Das heißt, ich brauche nur... einen Nahkampfangriff. Das heißt, alles muss auf jeden Fall Karten kriegen, weil sonst wird das nichts. Mach mal den Reparaturpuls, damit es uns allen wieder besser geht. Nervengift, das ist auch okay. Ja, die haben keine HP, die haben nur Schilde. Meh. Wir brauchen Schildmanipulation von ihm und Nahkampfangriffe von ihr. Dann soll Frank das Ganze einfach mal tanken. Ich glaube, jetzt hat man mein Handy vibrieren hören, weil ich gerade mit meinem Bein am Tisch war und das Handy nebenbei vibriert hat. Deswegen ist die Vibration in den Tisch und in das Mikrofon hinein. Das ist natürlich ungünstig. Ich glaube, jetzt kann man die besser treffen. Jetzt haben die nur noch 50% ausweichen, was immer noch sau viel ist, aber... Aber es ist besser als gar nichts. Sie ist betäubt für eine Runde, okay. Mach mal trotzdem den Reparaturpuls einfach, weil du heilst dann beide.
Frank, was mache ich mit dir? Kampfansporn auf sie? Ja. Strahlungsschuss. Ey, getroffen, nice. Sehr guter Schuss. Weicht einfach gerade nicht aus, die Alice. Hat gerade keinen Bock. Oh oh. Das wird wehtun nächste Runde. Boost du dich auch mal? Ah, Verhöhnungsbot, Moment. Das ist die Lösung. Fehlschuss und Taunt. Nice. Kampfansporn hat sie schon, ja. Dann gib mir doch mal Ausweichen einfach. Immer noch keine Karten. Dann mach doch das hier. Yes, Treffer. So, jetzt stirbt sie wahrscheinlich am Gift, oder? Das war's mit meiner Drohne. Jo, die ist einfach gestorben. Nun denn. Wachgeschützturm stören. Stören wäre gar nicht so doof gerade. Distanz. Und dann... Ja, plapper du ruhig weiter. Schneller Schlag, perfekt. Bumm. So, jetzt brauche ich nur noch irgendwas, mit dem ich ihr nochmal Schaden machen kann. Ah. Adrenalinschub, Adrenalinschub. Oh, das ist auch ein. Ja, dann gibt es Grunt auch noch. Okay. Dann ist es jetzt nur noch schießen und hoffen. Irgendwann müssen wir treffen. Ah, shit, Manipulation wäre natürlich gut gewesen. Hätte ich mal die Fähigkeit zu lesen. Doppelschlag, okay, sie ist tot. Haha! Wow. Wow. Sehr gute Sachen gefunden. Hallo! Müder Reisender? Ach so. Als du das Sternenobservatorium betrittst, siehst du zwei bewaffnete Typen, die sich über eine Leiche beugen. Neben ihnen steht der Zentralrechner. Er ist völlig zerschossen. Wahrscheinlich, damit niemand irgendwelche Informationen daraus ermitteln kann. Die ganze Sache stinkt gewaltig. Du, gib uns die Sternguckerdaten und du wirst nicht so enden wie dieser jämmerliche Idiot hier. Hey, ich will keinen Stress. Worum geht's hier? Immer diese Scherereien, Liebling. Töte sie und besorg die Daten. Okay, Liebling. Ih! Alles, was hast du? Du hast neue Bewaffnung und einen Angriff. Und Frank hat zweimal wohltätiger Duft. Das heißt, wir können quasi nicht verlieren. Außer Frank wird jetzt gebombo-comboed und stirbt in einer Runde. Hat irgendwer von denen Ausweichen? Nein. Auch kein Nahkampf-Ausweichen? Nein, die kriegen einfach nur auf die Schnauze. Dann markier doch trotzdem mal den da hinten. Weil das ja immer noch die Schadensresistenz sinkt, oh, senkt und bang! Ja, der ist trotzdem tot. 150 Schaden ungefähr. Yikes. Jetzt können wir ja nicht mal nachsehen, was das macht. 50% mehr Schaden. Ausweichen, Bitch! Ein gezielter Schuss, ja. Mach den mal schönen Schildschaden. Ah, das ist eine richtig gute Gruppe gerade, Mann. Richtig professionell. Wirf mal ein bisschen Schrott. Auf ihn. Und dann schlag mal auf ihn. Dann ist er bestimmt tot, weil du krittest. Und du krittest nicht, was? Ich hab dir vertraut. Zieh mal ein paar Karten. Doppelschlag, eiei. Tot. Nee, fast tot. Der Frank kann die doch... Nee. Damit? 12 Schaden, ja, schau mal an. Einer weniger. Und Grunt, wildes Geballer, 11 Schaden. Wow. Die haben es echt drauf. Sonst ist hier nichts? Achso, hab ich... Achso. Das ist aber doof. Hier sind Gegner.
Da ist noch ein Marwurm. Ach, das ist der Marwurm, den wir brauchen. Ich hätte vielleicht... Naja. Du betrittst den Raum. Kaputte Ausrüstung ist überall verstreut und ein riesiger Marwurm sitzt mampfend auf den Überresten einiger glückloser Entdecker. Du erkennst eines seiner Eier, das in einem praktischen Ionenbehälter ruht. Der Marwurm bemerkt, dass du seine Eier betrachtest und es wird schnell klar, dass ihm dieser Umstand nicht besonders gefällt. Nervengift. Das ist ja alles easy. Vielleicht brauchen wir doch keinen Markieren. Ist eigentlich nicht nötig, weil du bringst den ja jetzt eh gleich um. Wenn er jetzt das Nervengift abbekommt, ist er schon tot. Das ist ja witzig. Verhöhnungsspot. Damit auch wirklich nichts passieren kann, weil der tauntet den jetzt. Dann greift der Wurm den an, dann ist der Roboter tot. Also die Drohne. Oh. Oder das passiert. Gut, Adrenalinschub auf Arles. Die sind ja eigentlich ganz klar, die Sachen, die wir machen können. Strahlungsschuss auf ihn. Er ist tot. Doppelschlag auf... Ziel markieren auf den da. Strahlungsschuss auf den da. Tot. Mehrfach tot. Dreimal tot oder so. Joa. Wirf mal... Nix, sondern mach mal eine Schockerfalle, weil der wird uns ja bestimmt gleich angreifen im Nahkampf. Jupp. Get owned. Du tauntest nochmal schön, die treffen nicht und der stirbt jetzt eh gleich. Oh nein, das gottlose Geräusch, wie konnte ich vergessen? Ich hasse den. 6 Runden, alles klar. Reflexbooster. Kampfansporn. Verblüffen. Einzelschuss. Ja, tatsächlich getroffen. Boost. Adrenalinschub auf Grunt. Kampfansporn auf Grunt. Ich meine, wohltätiger Duft, wieso nicht? Adrenalininjektion auf Arles. So. Neu bewaffnen. Wir brauchen mehr Karten. Ein schneller Schlag. Tod. Ein Doppelschlag. Und ein tödlicher Schuss. Oh nein, wer verfehlt? Ein wildes Geballer. Er ist tot. Wow. Sind wir stark. Das eingepackte Marwurm-Ei, das brauchen wir für eine Quest. Hehehe. Da der Marwurm tot ist, kannst du dir das Ei greifen. Jetzt musst du es nur noch zurück zum Repräsentanten des Wissenschaftsinstituts bringen, um eine fette Belohnung abzukassieren. Yeah. Ist der hier oder ist der in der Stadt? Ich glaube, der ist hier, ne? Burza, Friedmann und Kolai. Kennen wir die? Da ist der Wissenschaftler, okay. Komisch, kommt mir nicht bekannt vor, da. Die. Unsere Energiereserven, bla bla bla. Ja, wir haben so viele von denen. Who even cares? 600, ja. Alles, kannst du mal aus dem Bild gehen? Ich sehe nichts mehr. Dankeschön. Okay. Da unten geht's weiter. Will ich die killen? Eigentlich nicht. Alles Wurst. Achso, muss ich... Ach, ich muss da lang. Ach so. Na gut. Dann joggt mal zurück zur Datenkonsole. Schnell, 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 schnell. Los, 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 los. Und wir gehen zurück zur Station. Laden unsere Energiereserven, jawohl, die Energiereserven auf. Und dann können wir jetzt tatsächlich, praktischerweise, gleich hier oben links hin. Und es spart uns erstens einiges an Weg. Zweitens können wir die Quest die Sidequest abgeben. Drittens können wir das mal auschecken, weil ich nicht mehr sicher bin, ob wir da waren. Und dann können wir gleich nach unten weiter. Mensch. 12 Fliegen mit einer Klappe oder so. Ich weiß nicht mehr, wie ich den gesprochen habe, aber wird schon hinhauen. Oh, du bist es. Hallo. Ein Marvomai, wie bestellt. Wunderbar. Lasst mich euch das Ding abnehmen. Hier, das ist für eure Bemühungen. Na dann, Zeit, dieses wunderbare biologische Anschauungsobjekt entsprechend zu studieren. Dankeschön, Dankeschön. Hallo. Plünderer. Hast du zwei meiner Kollegen gesehen? Sie sind seit einer Weile verschollen.
Ich habe ihre Leichen im Sternenobservatorium entdeckt, gemeinsam mit den beschädigten Daten. Du lügst. Entweder du hast meine Kollegen getötet oder die Daten sind intakt. Wie auch immer, ich werde dich leiden lassen. Nun denn, das ist ja weird. Oh, der sieht aber cool aus. Alles, was hast du? Du hast 2 Angriffe, Adrenalinschub, bam. Treffe ich irgendwen nicht? Nein, ich treffe alle. Okay. Dann mach doch mal einen tödlichen Schuss auf ihn. Ist das alles easy. Und dann greif mal ihn an. Kein Crit, schade, sonst wäre der wahrscheinlich gestorben. Aber ist nicht so schlimm. Grunt. Mach mal Schildmanipulation auf den, weil er da einfach 80 Schild verliert. Und dann hau ich den jetzt einfach in den nächsten Runden tot. Ja, okay. Gut, gut. Mach doch mal einen Boost auf dich. Und dann bring ihn doch einfach um. Dankeschön. Und jetzt kannst du, wenn du schon dabei bist, den auch gleich noch umbringen. Die ist viel zu stark. Ich weiß gar nicht, ob die so stark sein sollte. Jetzt, da Freedman tot ist, durchsuchst du den Raum. Du findest einen riesigen Haufen Baumaterial. Yay. Schätze ich. Nun denn. Hoher Preis. Money, money, money. Hier ist nix, das heißt, wir gehen gleich nach links. Ihr bewegt euch ja gar nicht. Komisch. Nochmal scannen, wir haben genug Energie. Emerson. Gegner. Hallo Emerson. Du findest eine Gruppe von Reisenden. Offenbar haben sie die Standortdaten vom Zentralrechner des Schiffs besorgt. Ishmael, endlich! Oh, wer bist du? Ich bin nicht Ishmael und ich schätze, ihr seid wohl nicht bloß Reisende. Ich brauche die Daten, die ihr an euch genommen habt. Nein, wir brauchen sie, damit wir uns den Aufbau unserer eigenen Kolonie finanzieren können. Wir haben gehört, dass ein reicher Plünderer namens Freedman ebenfalls nach ihnen sucht. Also haben wir sie verschlüsselt, damit wir sie ihm verkaufen können. Wir haben Ishmael, einen unserer Kolonisten, losgeschickt, damit er mit Freedmans Piraten verhandelt. Ishmael ist tot, aber Freedman und seine Banditen ebenfalls. Oh, armer Ishmael. Furchtbare Dinge geschehen in diesen Zeiten. Und das alles nur wegen dieser dämlichen Daten. Kein Zweifel, Freedman hat nach uns gesucht. Danke, dass ihr euch um ihn gekümmert habt. Nehmt die Daten als Belohnung. Hier, ich entferne die Verschlüsselung auch. Freedman und seine Kumpanen haben eine Menge Material zurückgelassen, das ihr für den Aufbau einer kleinen Kolonie brauchen könntet. Genau das brauchen wir, um uns hier ein neues Leben aufzubauen. Vielen Dank nochmal. Ciao, Bruder. Okay, wir haben wieder mal den Tag gerettet, wieder mal das Richtige getan, hoffe ich. Wir machen die jetzt, bevor die uns später in den Rücken fallen und irgendwas Böses machen. Als du den Raum betrittst, erblickst du ein Wesen, das offenbar ein Marvum mit robotischen Implantaten ist. Okay, das kennen wir schon. Gut, wir haben kein Nervengift, aber es hat ein paar Angriffe. Kampf an... Ne, mach mal einen Reflexbooster erstmal. Erstmal in die Defensive, bevor wir in die Offensive gehen. Okay. Doppelschlag auf. Diese Karte kann erst nach einer Runde aktiviert werden. Zweifacher Schaden. Nächste Runde macht sie dann halt Schaden. Schildmanipulation ziehen wir immer dann, wenn wir es nicht brauchen. Aber das hier gefällt mir eigentlich ganz gut. Wo sind die Gegner? Alle erschüttert. Keiner betäubt. Au. Oh, Frank ist auch erschüttert. Okay, Frank hat keine Karten mehr. Wurmkreischen. Was macht das schon wieder? Minus 20% Schaden. Kampfansporn, perfekt, auf alles. Du hast es dir auch gleich genehmigt, das ist okay. Mach mal einen schnellen Schlag auf... auf ihn hier. Okay. Und einen Doppelschlag auf ihn hier. Kein Crit, ist voll okay für mich. Und sehr schön, sehr schön. Wildes Geballer? Ich meine, er macht keinen Schaden. Das ist eigentlich auch wurscht. Mach mal lieber... mach mal das hier.
Vielleicht kannst du ihn blenden. Jawohl. Da macht er uns nicht ganz so viel... Ach, du Scheiße! Macht er uns nicht ganz so viel Schaden, wollte ich sagen. Alles, mach mal Doppelschlag auf ihn hier. Sehr gut, dann ist der schon mal weg. Dann müssen wir jetzt nur noch den Großen wegkriegen. Ja, buff einfach weiter alles. Das passt schon dann. Lad mal seinen Schild wieder auf. Ich hätte auch den Reparaturpuls machen können, aber ich wollte den Schild von ihm voll haben. Weil er wird ja irgendwie eh nie angegriffen. Mehr verfehlen. Neue Bewaffnung, komm schon, energetisieren. Schade. Aber wir haben Nachladen gezogen, das ist gut. Stör mal seine Debuffs. Dann kann er uns nicht ankreischen. Das ist mir lieber, als dass er keinen Schaden macht. Weil wenn er keinen Schaden macht, dann kreischt er uns an und dann treffen wir ihn nicht mehr und dann machen wir drei Runden keinen Schaden. Kampfansporn schon auf alles drauf? Ja. Ja. Dann mach doch mal ein eiliges Schleudern und hoffe, dass du ihn betäuben kannst. Nein. Wie viel Betäubungsresistenz hat er eigentlich? Da, 80%. Oh. Lad nochmal nach. Irgendwann kriegst du bestimmt mal was, was dir was hilft. Und du kannst eigentlich jetzt mal anfangen, einfach anzugreifen. Du machst zwar keinen Schaden, aber es ist besser, als wenn du nichts tust. Ach du Scheiße. So viel zum Thema, er kriegt eh keinen Schaden. Kannst du nicht einfach mal bitte... Dankeschön. Spiegelungen. Oh ja, mal ausprobieren. Wir machen den wohltätigen Duft auch gleich, damit wir nicht sterben. Kampfansporn noch auf... Ja, ist eigentlich Quatsch. Versuch den mal noch zu debuffen hier. Strahlung, ich meine. Ist glaube ich schon drauf, aber jetzt ist es auf jeden Fall drauf. So. Ich versuche mein Glück mit Neubewaffnung. Hat geklappt. Wir machen die Waffenverbesserung. Auf uns selbst. Wir machen die kritische Verstärkung, weil wir dadurch energetisiert werden. Und jetzt können wir den Doppelschlag machen, der wahrscheinlich jetzt ziemlich viel Schaden macht. Ah ja, das ist ziemlich viel Schaden. Grunt, reparier uns mal einfach. Bin vollkommen fein mit dem Schaden von Alice. Der wird reichen. Du bist betäubt, das ist nicht so schlimm, du hast deinen Job erfüllt. Du kannst nochmal ihr Buffs geben und beende einfach deine Runde, das ist jetzt irrelevant, ich meine. Wir machen jetzt den mit Strahlungsschuss einmal, bang, und er ist tot, okay. Schlüpfiger Toxinknoten, das klingt ja echt eklig. Nun gut, da waren die Typen, hier unten ist noch ein Gegner, ist da noch irgendwas Spannendes, ansonsten gehe ich jetzt nämlich einfach weg. Hallo, scannen? Warum kann ich nicht scannen? Achso, weil da, Aber da unten geht es ja definitiv noch weiter, das heißt, ich gehe auf jeden Fall runter. Wir verwenden das Kit. Zack, zack. Weiterhin XP farmen und Loot farmen ist trotzdem wichtig. Ob man es glaubt oder nicht. Ja, weiter looten, looten, leveln, looten und leveln, jawoll. Alles mitnehmen. Oh, wir haben so viel Zeug jetzt gekriegt in den letzten paar Folgen, in den letzten zwei Folgen vor allem. Staateloser, schuldig mehrerer Verbrechen gegen das Triumvirat, ergib dich oder freunde dich mit deinem Ableben an. Ein Märtyrer, hm? Wir werden gerne dafür sorgen, dass du für deine Sache sterben kannst. Halt still, nieder mit dir! Das ist ja schon fast zu einfach. Alles Waffen. Die haben Schadensresistenz wie Sau, ne? Ja. Jetzt nicht mehr. Kloppen wir als erstes den tot.
Und du klopfst niemanden tot, du machst einen Geschützturm. Daneben. Kannst du uns irgendwas Gutes tun? Du kannst einen Strahlungsschuss auf den machen. Ja, wobei. Doch, mach mal verblüffend auf den hier. Vielleicht trifft er uns da nicht so gut, weil der ist jetzt im besten Fall eh tot. Im besten, allerbesten Fall. Okay, der stirbt nicht. Aber er kriegt viel Schaden. Und ist fast tot. Eine gehackte Erdrohne, jawohl. Die hätte ich gerne. Schütze uns mit deinem Schilde. Versuche mich immer ein bisschen wegzudrehen, wenn ich husten oder räuspern muss oder wie auch immer. Damit es nicht ganz so laut im Mikrofon ist. Aber ich kann es leider gerade nicht ändern. Strahlungsschuss. Ja, komm. Daneben. Na gut, dann nicht. Aber den Feuerstoß, damit triffst du doch bestimmt, oder? Ja. Ist der auch am Ausweichen? Ja. Um den soll sich Grunt kümmern. Ich möchte lieber auf den angreifen hier. Ah, kein Schaden gemacht, Mist. Du schildest uns weiterhin, hättest du auch den Schild auf ihn machen können. Wildes Geballer. Da, guck mal. Bang! 18. Sehr gut. Fast tot. DMG macht jetzt den Rest. Oder auch nicht. Wir können auch den Schaden einfach tanken. Wir haben immer noch den wohltätigen Duft von Frank. Was übrigens immer noch echt verstörend und komisch klingt. Oh, sie ist verstrahlt. Mach mal einen Boost auf dich. Gib ihr mal Adrenalinschub. Und jetzt macht sie auch einen Boost. Aha. Wir machen den... Ah, das ist doof, ne? Wir markieren dich als Ziel. Machen... das ist ja doof. Strahlungsschuss. Ach, trifft trotzdem nicht. Einzelschuss. Komm, mach einfach die Schockwelle. Hat nicht gereicht. Ich glaube es nicht. Aber die Sentry, die muss doch treffen jetzt, oder? Grunt, du machst auch mal einen Boost, komm. Bitte. Danke. Den richtigen getroffen. Bang, bang, bang. Null. Mach mal einen Schutzkreis, damit Arles nicht so doll auf den Maul kriegt. Und du machst jetzt als erstes einen Strahlungsschuss. Und danach ist der Kampf vorbei. Nun gut. Dann kann ich mich hier noch umgucken in Ruhe. Ach, scannen darf ich ja nicht. Energiezelle und irgendwas für mentale Charaktere, aber wir haben nur Brote. Noch mehr Zeug für Leute, die nicht Brote sind. Kann ich hier scannen? Nein. Kann ich hier scannen? Aha. Unsere Energiereserven werden knapp. Jo. Kannst du? Danke. Geringe Schwerkraft. Ja. Damit kann ich leben. Weil ich werde den Kampf einfach nicht machen. Aber ich werde auf jeden Fall gucken, was hier ist. Eieieiei. Bevor ich die Encounter will ich mehr Energie haben. Hallo, die Herrin. Säuberer. Aktiviere Waffensysteme, Angreifen von schwächlichen Fleischbeuteln. Ha, ha. Get wrecked. Die können nicht ausweichen. Die können nicht verblüfft werden. Die können auch nicht ruhig gestellt werden. Dann zieh doch mal eine Karte. Und mach mal ein eiliges Schleuder. Einfach auf den hier. Betäubt. Gut, er ist raus. Sie macht ja gar nichts. Dann deck doch mal seine Schwäche auf. Und markiere ihn als Ziel. Dann kann ich mir gleich frei aussuchen, wen ich angreifen will. Dann sind die schon mal gedebufft. Und ich kann
notfalls auch mal noch boosten, damit wir genug Waffenkarten ziehen. Deine Aufgabe ist jetzt erstmal unseren Schild hoch zu halten. Und das scheint dir sehr gut zu gelingen. Vakuumschuss, ja. Tobt euch aus. Nervengift bringt uns ja auch gar nichts gerade. Ruhig still, das ist ja alles Müll. Zieh mal eine Karte. Deckung finden. Ja, schau mal an. 16. Wow. Huste dich mal. Kraftstoß. Meh. Tödlicher Schuss auf ihn. Ja, war tödlich. Strahlungsschuss auf ihn. Hat schon mal Schaden bekommen. Wird sich jetzt wahrscheinlich versuchen zu reparieren, was er nicht kann, weil er verstrahlt ist. Das heißt, er verschwendet seine Runde. Der war gerade betäubt. Der haut uns jetzt. Verfehlt. Das ist gut. Dann lad doch mal deinen eigenen Schild auf. Du bist verstrahlt, das bringt dir gar nichts. Buff mal Arles. Und buff mal Arles weiter. Und Arles macht jetzt irgendwas. Ja, offensichtlich nicht Schaden. Empfindlicher Schuss. Senkt die Schadensresistenz, allerdings ist es auch komplett irrelevant, weil ich den jetzt einfach ermorde. Oder auch nicht. Ah doch, klar. Natürlich. Mathe. Mein schlimmster Feind. Haha! Weiterhin Schilde auffüllen. Alles gut. Und du? Neu bewaffnen? Ah. Kampfansporn hat sie noch nicht, gell? Ne. Jetzt hat sie's. Reflexbooster hat sie schon. Ja. Dann mach doch mal den Reflexbooster auf Grunt. Und jetzt kann er mal einen gezielten Schuss auf die zwei machen. Weil er so schön den Schild schreddern kann. Au. Alle auf Frank, alle mit Nahkampfwaffen auf Frank. Wozu habe ich eigentlich das Ding hingestellt? Mach mal eine kritische Verstärkung. Und dann einen empfindlichen Schuss auf ihn hier. Er ist tot, okay. Bevor du Schaden kriegst, mach doch mal den Duft. Dann heilst du dich wenigstens nach dem Kampf gleich wieder voll. Du machst deine Schildmanipulation auf den. Und Arles haut ihn jetzt gleich tot, sobald sie dran ist. Du kannst dich so viel aufladen, wie du willst, aber das reicht nicht. Runde beenden. Und du machst einfach mal einen Doppelschlag. Müsste eigentlich reichen. Jawohl. Easy peasy. Wow. Ganz viel Zeug. Wow. Dieses Datapad gehörte offenbar einer Person namens Artman. Ich arbeitete als Mechaniker auf einem dieser riesigen Frachtschiffe. Wir arbeiteten gemeinsam mit den Droiden und die Bedingungen waren schlecht. Leute erlitten Verletzungen, wurden krank und starben nicht selten. Ihr wisst, Roboter tun nichts außer das, wozu sie programmiert wurden. Sie sind völlig logische Konstrukte. Menschen hingegen... Wir gebärden uns nur allzu oft rational. Ein Droide versucht nichts, was ihn potenziell zerstören könnte. Er kämpft niemals gegen die Wahrscheinlichkeit an, wenn sie gegen ihn spricht. Aber wir schon. Ich schon. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Niemand zwingt mich zu leben. Ich kann mir aussuchen, ob ich leben oder sterben möchte. Und ich habe keine Furcht davor, zurückzublicken und meine Vergangenheit zu akzeptieren. Das Brummen eines gut gewarteten Raumschiffs ist ein wundervolles Geräusch. Das Beste, das man sich vorstellen kann. Die gewaltige Wucht eines Raumschiffmotors lässt alles zerfallen, zerstört alles mit seinem schrecklichen, wunderschönen Druck und schießt uns durch das All. Diese ungestümen Flammenfinger mit unermesslicher Kraft lassen alles verdampfen, was von ihrer Hitze erfasst wird. Lasst sie herrschen und diese Leere füllen. Und wenn sie gefüllt ist, lasst sie implodieren und in den Tiefen des Weltalls verschwinden. Und dann repariere ich sie wieder. Okay. Netter Flavortext. Inventar voll? Was?
Nun gut, dann bleibt das wohl liegen. Scannen. Da unten geht's immer noch weiter, das ist ein bisschen weird. Oh, ich will aber nicht gegen... Ich will hier gegen die kämpfen, vielleicht kommen die ja zu uns. Leute, kommt doch mal her. Kann ich... Ach, die patrouillieren da einfach. Kann ich die anlocken, indem ich hier hingehe? Nein. Kann ich an denen vorbei? Jetzt, sei doch mal... Sei doch mal nicht so frank. Theoretisch? Folgen die mir jetzt? Scheinbar nicht. Den Schrott wegmachen, den Müll mitnehmen. Heieiei, die Folge hat ganz schön Überlänge jetzt. Naja. Passiert. Ich habe ja gesagt, ich mache das Schiff auf jeden Fall zu Ende. Müll. Scannen. Und nur noch ein Gegner. Das hat sich nicht gelohnt. Dann versuche ich jetzt wieder daran vorbeizuschleichen und wieder zurück in die Stadt zu gehen. Ich muss ja nicht alles umbringen. Scannen. Ich gehe eins nach hinten. Jetzt sind die hier. Ich warte. Jetzt sind die hier. Ich warte. Geh hier hoch. Hä? Wieso ist das so? Bewegt euch weg. Wieso geht ihr denn da lang? Was? Seid ihr denn für Affen? Hier hin. Okay, selbst wenn die uns jetzt angreifen sollten, sind wir safe, weil wir nicht mehr in den schwierigen Gebieten sind. Alles klar. Dann gehe ich jetzt zurück in die Stadt. Und dann mache ich vielleicht einfach eine kleine Filler-Folge oder ich mache das mit ans Ende hier ran. Mal schauen. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal die Ausrüstung checken. Ich sag schon mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Like, kommentiert das Video, teilt das Video, abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, euren Wuffel zu füttern. Ciao!